Hallo zusammen. Heute möchte ich euch mal ein etwas anderes Thema vorstellen. Wisst ihr eigentlich, warum auf den Kirchtürmen Hähne, Kreuze oder Fahnen angebracht sind? Bleibt dran und ihr erfahrt, was es damit auf sich hat. Die Tochter eines alten Schmiedemeisters aus unserer Region wird genauso zu Wort kommen wie Menschen auf der Straße und Willibert Pauls, der vielleicht besser als der Bergische Jung bekannt ist. Viel Vergnügen und bleibt dem Kanal treu. Es gibt demnächst noch viele weitere spannende Berichte aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Ein Hahn auf dem Dach ist nicht immer ein Erkennungszeichen der katholischen Kirche, wie oft angenommen wird. Es kommt auf die Region an, in der die Kirche steht. In der Tat gibt es neben dem Kreuz und dem Hahn noch weitere Kirchturmaufsätze, wie zum Beispiel eine Wetterfahne oder Kugel. Kreuz und Hahn können auch gleichzeitig vorhanden sein. Der Dachschmuck kann religiöse, magische oder symbolische Bedeutung haben. Typisch für Kirchen sind in erster Linie Kreuze und Hähne. Magische Bedeutung hat der sogenannte rote Hahn, als Symbol zur Abwehr von Feuer. Ja, du wolltest wissen, was der Hahn auf dem Kirchturm macht. Das ist ein christliches Symbol, das kommt von der Petrus-Geschichte, als Jesus verhaftet worden ist oder bevor er verhaftet worden ist, hat er Petrus gesagt, du wirst, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen. Jesus ist verhaftet worden. Petrus wurde befragt, ob er zu ihm gehört, und er hat es natürlich verneint, und das dreimal, und ja, dann krähte der Hahn. Also ein christliches Symbol, wie das Kreuz auch, das ist auch ein christliches Symbol, deshalb sind auch die Kreuze auf den Kirchturmspitzen. Der Hahn ist ein bedeutungsvolles Symbol der Wachsamkeit und gleichzeitig auch eine Warnung vor dem Verlust des Glaubens. Dach zusammen, hier spricht Willibert Pauls, Diakon und Büttenklon. Eine kleine Geschichte über den alten Wetterhahn auf der Kirchturmspitze der steinalten Basilika St. Nikolaus zu Wipperfürth. Als ich noch ein kleiner Junge war, ging ich jeden Morgen an der Hand meiner Mama in die Stadt Wipperfürth. Und wenn wir in der Gaulstraße, wo wir wohnten, um die Ecke bogen, ging mein und der Blick meiner Mutter als erstes immer auf den Kirchturmhahn der alten Nikolauskirche. Manchmal sagte meine Mama, ach nee, der Hahn, der kickt in et Rähnloch. Er schaut ins Regenloch. Das war, wenn der Hahn Richtung Hückeswaren schaute. Und manchmal sagte sie freudig, ach, Gott sei Dank, der Hahn, der kickt nach Kreuzberg. Der Hahn schaut nach Kreuzberg. Also, das war im Grunde genommen die Urform der Wettervorhersage, die uns und mir als kleinen Jungen der Wetterhahn auf der Kirchturmspitze von Wipperfürth erzählte. Der Hahn mit seinem ersten Schrei am frühen Morgen beendet die Nacht und der Tag erwacht. Die Kirchturmspitze kann auch noch eine andere praktische Bedeutung haben, nämlich als Anzeige für die Windrichtung. Das alte Sprichwort, er dreht sich wie ein Hahn im Wind, beschreibt zutreffend, dass man sich auf diesen Menschen nicht verlassen kann. Das Kreuz steht für Jesus Christus und seine Kreuzigung. Er hat sein Leben für die Menschen hingegeben und symbolisiert so die Gewaltlosigkeit. Zur generellen Unterscheidung, ob es sich um eine katholische oder evangelische Kirche handelt, taucht der Hinweis auf Hahn oder Kreuz nicht. Tja, also das ist eine Frage, aber da fällt mir etwas zu ein. Als ich Kind war, bin ich oft mit meinem Großvater unterwegs gewesen und er hat mir dann schon erklärt, wozu der Hahn gut ist. Er ist nämlich ein Windrichtungsgeber
und für die Bauern von immenser Wichtigkeit. Die Bauern können schauen, schon von weit her, woher kommt der Wind, wohin weht der Wind. Der Schnabel ist da richtungsweisend. Und da mein Großvater in der Landwirtschaft tätig war, konnte er mir das auch so weitergeben. Und die Kirchtürme waren natürlich immer hoch gelegen, für alle Bauern gut sichtbar. Und so gibt es das schon als, ja, schon seit dem Mittelalter, meine ich, hätte er mir erklärt, diesen Hahn. Ja, das Kreuz, denke ich, ist natürlich ein Zeichen der Christen, von uns Christen. Und das verbindet aber auch, das Christentum verbindet auch etwas mit diesem Hahn. Ich meine, wir hätten das irgendwann mal im Konfirmandenunterricht auch besprochen. Der Hahn nämlich auch als Mahnzeichen für uns Christen. Denn Simon Petrus, der erste Jünger Jesu, er hat damals Jesu Bekanntschaft oder seine Freundschaft geleugnet, ehe der Hahn zweimal krähte. Diese Geschichte ist gut nachzulesen im Markus-Evangelium. Ja, und somit denke ich, eine Verbindung besteht da. Bleiben wir mutig. Verleugnen wir nicht das, was wir glauben. Und drehen wir uns nicht immer nach dem Wind, so wie der Hahn sich dreht. Bleiben wir stark und stehen zu dem, was wir glauben. Ja, das ist eigentlich so das, was mir dazu einfällt. Im Süden der Republik findet man mehr Hähne auf katholischen Kirchen als im Norden. Auf den evangelischen Kirchen ist oft ein Kreuz angebracht. Sollte der Kirchturm einen Schwan auf der Spitze tragen, geht dies auf Martin Luther zurück, der den Schwan als Symboltier auserkoren hat. Infolgedessen sind solche Kirchen als lutherische Kirchen gekennzeichnet. In alten Handels- und Seefahrergegenden kann man auch mal eine Kogge auf der Turmspitze finden. Hallo Uli, weißt du eigentlich, warum auf Kirchtürmen schon mal ein Kreuz oder ein Schwan oder ein Hahn ist? Gibt da sicherlich Begründungen für, wobei das hängt überhaupt nicht mit Konfession oder wie auch immer zusammen. Auf vielen Kirchtürmen ist ein Kreuz, auf vielen Kirchtürmen ist ein Kreuz und ein Hahn. Und eine besondere Geschichte, die ist in Ostfriesland, aber das ist was ganz anderes. Und hier ist das durch die Konfessionen total unterschiedlich. Auf der jetzigen evangelischen Kirche in Wipperfürth ist nur ein Kreuz, in Klaus Wipper ist nur ein Kreuz, hier auf Kreuzberg ist ein Hahn und auf vielen anderen Kirchen, egal ob katholisch oder evangelisch, ist ein Hahn. Ganz wichtig ist mir eine Geschichte aus Wipperfürth. Irgendwo hat sich das Datum bei mir so richtig eingebrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Am 3. September 1795 ist die ganze Stadt abgebrannt. Das war der letzte große Stadtbrand in Wipperfürth. Mit abgebrannt ist und fast vollständig ist die erst vor zwei Jahre vorher neu erbaute lutherische Kirche. Damals war es noch lutherisch oder da waren wir noch nicht uniert. Und auch die lutherische Kirche in Wipperfürth hatte einen Hahn auf dem Dach. Ich glaube, dass der eher auf dem Kirchenschiff gewesen ist und nicht auf dem Turm, denn der ist relativ klein und der ist erhalten geblieben. Der ist nach dem Stadtbrand erhalten geblieben und der hat eine Jahreszahl, eine Zahl fehlt, von 1791. Das war der Beginn der Erbauung der lutherischen Kirche in Wipperfürth. Und zwei Jahre später war sie wieder restlos weg. Der Hahnenschrei ist ja so der erste Schrei am Morgen. Und der soll tatsächlich an den Ostersonntag, an den Ostermorgen erinnern, an die Auferstehung Christi. Es gibt aber auch eine andere Erklärung dazu. Und zwar hat Jesus ja zu Petrus gesagt, da im Hof, wo letztendlich am Feuer, wo Petrus sich da niedergelassen hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das hat er dann ja auch getan. Und ich glaube, der Hahn auf den Kirchtürmen soll uns daran erinnern, dass wir nicht so
wetterwendig sein sollen, dass wir unsere Richtung beibehalten sollen, unseren Glauben beibehalten sollen. Und dann geht alles richtig. Ich hatte einen Großvater, den Vater meiner Mutter, Eme Engelmann, der war Bahnvorsteher in Kupferberg und in Wasserfuhr und der kam aus Ostfriesland. Und wegen dem bin ich bis vor ein paar Jahren jedes Jahr ein paar Mal nach Ostfriesland gefahren und da ist es ganz anders. Da sind reine lutherische Gemeinden und die lutherischen Gemeinden, die haben ganz oft einen Schwan auf dem Turm oder auf dem Kirchenschiff. Nach dem Konzil in Konstanz im 15. Jahrhundert hat man in Konstanz den Jan Hus, den Tschechen, als Ketzer verbrannt. Und der hat, Hus heißt auf Deutsch Gans. Und der hat dann da unten, bevor er verbrannt worden ist, hat er gesagt, jetzt bratet ihr eine Gans, aber aus der Asche wird ein Schwan erstehen. Und das hat man dann so circa 100 Jahre später dann umgedeutet. Der Schwan, der ist dann eben halt als Symbol für Luther eingesetzt worden. Guten Tag und hallo, mein Name ist Annette Müllensieper-Kausemann. Ich bin die Tochter des Kunstschmiedes Hugo Kausemann und führe seit 2002 das elterliche Geschäft hier in Lüpperfürth-Grunewald in Nachfolge durch und habe in den ersten Jahren auch die Sachen, die mein Vater selber gebaut hat, hier verkauft und vermarktet. Unter anderem waren da Wetterhähne bei, die er selber gebaut hat, für Kirchtürme hier in den umliegenden Kirchdörfern. Die Wetterfahne von Schloss Heiligenhofen hat er restauriert. Und das war immer ein sehr, sehr Anliegen meines Vaters, hier historische Bauten und beziehungsweise historische Sachen wieder zum Leben zu erwecken. Und er war also mit Leib und Seele und auch mit Herzblut als Schmied hier in Lüpperfürth in Grunewald in seinem ehemaligen Elternhaus tätig. Hat, wie gesagt, in den 60ern bis in 2000 in den Jahren hier als Schmied gearbeitet und hat viele, viele Restaurationen durchgeführt. Mein Vater hat auch bis in die, 86 noch hier tätig, hat aber dann in den letzten Jahren immer weniger sich einbringen können und ist 2015 verstorben. Aber so der alte, das alte Urgestein Schmiede, Kunstschmiede Kausemann existiert noch in vielen Köpfen, auch bei vielen, vielen Älteren, die hier im Umkreis noch ihn gekannt haben und ihn auch kennenlernen durften. Zu der damaligen Zeit wurden auch viele Kundenaufträge noch auf dem Papier vervollständigt und gezeichnet, sodass mein Vater eben auch nach Vorgaben der Kunden Wetterfahnen gebaut hat, Tore gebaut hat. Und die Sachen, die er von Hand hat herstellen können, die wurden so ungefähr mit einer Vorlaufzeit von 4 bis 6 Wochen, 8 Wochen hergestellt. Nach dem Tod meines Vaters haben wir noch einige Jahre die Schmiede in kleinem Stile weitergeführt, aber die Nachfrage der Kunden ließ einfach einen vollen Betrieb auch nicht mehr zu. Kleine Arbeiten werden auch heute noch gemacht. Das letzte große Thema, was wir gebaut haben, ist ein Pavillon, der steht im Haus am Markt auf der rückwärtigen Seite. Heutzutage ist leider Gottes die Nachfrage nicht mehr so, dass man da einen kompletten Betrieb durch aufrechterhalten dürfte und könnte. Und noch eine interessante Geschichte erzählte meine Mutter über ihn. Dazu muss man wissen, meine Mama Gretchen Wedding war das jüngste von 11 Geschwistern im Hause Wedding am Markt. Ihr Vater war Klempner und Metallarbeiter. Man nannte ihn in Wüpperfürth Teuten Albert. Tüten Albert, aber im Sinne von Blechtüte, Metalltüte. Und eines Morgens, so sagte meine Mama, als ich so klein war wie du, Wilbert, jetzt stand ein riesiger Hahn aus Metall bei uns im Haus. Das war der Wetterhahn von der Kirchturmspitze. Er wurde damals, das ist wahrscheinlich schon über 100 Jahre her, er wurde damals renoviert. Und wer machte das? Der Teuten Albert, mein Opa. Ist das nicht herrlich?
denn im Garten des Lebens sind die alten Geschichten der beste Dung, das sagt der bergische Jung.